Das Volk hat gesprochen und sich entschieden für den Sonntag. Sonntags besser. Aber offensichtlich bin ich am Ende die treibende Kraft. Deswegen finden wir uns heute ein am Sonntag 2.0 mit eurem Girl. Ohne lange Ausschweifen fangen wir einfach mit dem Video an. Und zwar habe ich letztens gelesen, dass Kylie Jenner ihre Brust-OP in jungen Jahren bereut und sie der Meinung ist, dass man viel mehr über die Schönheitsstandards sprechen müsste. Und so lobenswert ihre Worte zum Schönheitsstandard sind, ist es dennoch fragwürdig, ob das der Hintergrund der BBL-Familie ist oder es hier hauptsächlich um die Quote geht. So ganz bereuen tut sie es aber nicht. Was sie im Endeffekt damit aussagen wollte, ist, dass sie es in den jungen Jahren bereut, um präziser zu sein, das vor ihrer Schwangerschaft gemacht zu haben. Und sie rät allen anderen, das erst nach ihrer Schwangerschaft zu tun. Und so stellt sich die Frage, wäre Kylie Jenner auch ohne ihre Eingriffe so erfolgreich, wie sie heute ist? Denn laut Dr. Crazy Eyes sind schöne Menschen erfolgreicher. Erfolgreiche Menschen sind attraktiv und Attraktivität macht erfolgreich. Doch was ist dran? Und gibt es vielleicht Beispiele, die aufzeigen, dass schöne Menschen eben nur erfolgreich sind, weil sie schön sind? Und ist die Konsequenz daraus, dass manche Personen eben einfach zu hässlich sind, um erfolgreich zu sein? Das alles heute live, an welchem Tag auch immer, mit eurem Girl Sascha. Schöne Menschen haben es vermeintlich leichter, zumindest heißt es so. Und wir tun es alle, aufgrund von äußerlichen Merkmalen bestimmten Menschen ein Attribut zuzuschreiben, den sie wahrscheinlich gar nicht haben. Ich sehe, weil die nettesten Mädchen, die ich kenne, sind die Gemachten, die ein bisschen fotzigen, die Süßen. Das sind immer die, weil es sind immer die hässlichen Bitches, die haten. Und das ist Fakt. Schöne Menschen sind nicht neidisch. Sie kriegen Sachen umsonst. Sie sind beliebter. Sie verdienen mehr und sie pupsen nur Regenbogen und sie können allgemein auch fliegen. Ganz überspitzt gesagt, wer schön ist, also von der Gesellschaft als schön angesehen wird, hat es in der Gesellschaft leichter im Vergleich zu nicht attraktiven Menschen. Das ist die Theorie. Aber wer definiert denn, was schön ist? Symmetrie ist ein wesentlicher Faktor. Ein symmetrisches Gesicht wird von vielen Menschen als attraktiv wahrgenommen. Und es gibt auch Vorlagen, nach denen man Gesichter verändern kann, um zu schauen, wie sie denn perfekt aussehen würden. Auch hierbei wird Schönheit teilweise nach Geschlechtern unterschieden. Bei Frauen sind es die Proportionen im Brustbereich oder im Hüftbereich oder im Gesicht finden viele hohe Wangenknochen attraktiv. Bei Männern ist es beispielsweise das markante Kinn oder die Jawline. Teilweise teilen sich aber auch die Geschlechter diese Merkmale. Eine markante Jawline ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen attraktiv. Es gibt aber auch diverse Beispiele dafür, dass auch rundliche Gesichter enorm attraktiv in Hollywood sein können. Nicht immer ist aber Symmetrie ein entscheidender Faktor, warum wir Menschen attraktiv finden. Menschen mit außergewöhnlichen Merkmalen wie einer großen Nase, einer hohen Stirn oder anderen Merkmalen entsprechen zwar nicht der klassischen Schönheit, kommen aber dennoch extrem gut an. Im Falle von Kylie Jenner hat sie sich anscheinend nicht als hübsch empfunden und hat mit diversen Eingriffen nachgeholfen. Angefangen mit Lippen, Wangenimplantaten, Augenbrauenliftings und anderen Eingriffen, von denen sie bis heute nur 2 zugegeben hat. Das führte zu einer enormen Wertsteigerung ihrerseits, denn vorher eher unauffällig mutierte sie neben Kim Kardashian mit zum berühmtesten und auch reichsten Mitglied des Familienclans. Das mit der Wertsteigerung klingt etwas harsch, aber ich werde euch zeigen, was ich meine. Durch den Lippeneingriff, also das Aufspritzen der Lippen, formte Kylie Jenner einen Schönheitstrend, der natürlich nicht zu erreichen war. Das führte teilweise zu einer extrem schmerzhaften Challenge, wo Menschen ihre Lippen einsaugten, damit diese wie die von Kylie Jenner aussahen. Aber sie gab es nicht zu. Stattdessen sagte sie, dass sie ihre Lippen übermalen würde und daraufhin gründete sie ein Imperium, nämlich Kylie Cosmetics, und verkaufte ihre überteuerten Lippenprodukte, die eher eine Durchschnittsqualität hatten, an Fans, die so aussehen wollten wie sie. Kylie wurde zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gekürt durch ein unnatürliches Bild, was man nicht mit ihren Produkten allein erreichen konnte. Tatsächlich wurde sie aber von Forbes dann doch von der Liste genommen, weil die Firma toller und wertvoller dargestellt wurde, als sie eigentlich ist. Und so wurde sie dann zurückgestuft auf nur 900 Millionen und damit keine Milliardärin. Naja. Ich denke, man wird sie verkraften. Trotz diversen Firmen, Produkten und einer TV-Show gibt es Millionen Suchanfragen zum Thema, warum sind die Kardashians so berühmt geworden? Denn je mehr sie sich operieren und ihr Äußeres ändern lassen, desto erfolgreicher werden sie. Wären sie genauso erfolgreich ohne diesen Schönheitsstandard, den sie in die Welt gerufen haben? Es gibt einen Begriff, den ich ziemlich interessant finde, und zwar Pretty Privilege, was grob übersetzt heißt, dass schöne Menschen besser behandelt werden und erfolgreicher sein. Ihr erinnert euch, Dr. Crazy Eyes. Erfolgreiche Menschen sind attraktiv
und Attraktivität macht erfolgreich. Auch die Attraktivitätsforschung stellt fest, dass Menschen, die als gesellschaftlich schön wahrgenommen werden, unter anderem als netter und kompetenter eingeordnet werden. Das Ganze erfolgt durch den Halo-Effekt. So werden bestimmten Menschengruppen aufgrund von äußerlichen Merkmalen Eigenschaften zugeschrieben, wie beispielsweise, dass schlanke Menschen besonders sportlich sind oder übergewichtige Menschen besonders faul wären. Ich finde es wichtig, an dieser Stelle auch den Pygmalion-Effekt zu erwähnen, der beobachtet wurde bei einem Experiment von Robert Rosenthal. Und dieser besagt, dass unsere Gedanken und unsere Erwartungshaltung an uns als auch an andere deren Handeln beeinflussen können. Eine positive Assoziation fördert zu einer anderen Erwartungshaltung und einem anderen Handeln, was motivierend wirkt und erfolgsversprechender sein kann. Wer immer negativ von sich oder von anderen denkt, hat eine andere Erwartungshaltung als auch ein anderes Handeln gegenüber der Person oder sich selbst, was wiederum demotivierend wirken kann. Natürlich spielt der Halo-Effekt hier auch eine Rolle, denn wem wir welche Kompetenzen zuschreiben, kann am Aussehen liegen. Und das Beispiel gibt es ja auch bei Shirin David, was ich ja schon eingeblendet hatte. Es sind immer die hässlichen Bitches, die haten. Unnötig, dass ihr hatet, weil offensichtlich seid ihr hässlich und damit enttarnt ihr euch selbst. Logisch. Oder? Das geht so weit, dass aufgrund des Aussehens ganze Verbrechen und Straftaten nicht ernst genommen werden. Ted Bundy, welcher für den brutalen Tod von mehreren Frauen verantwortlich war, prägte seine Prozesse vor allem deswegen, weil die Leute ihn als charismatisch und nett wahrgenommen haben und ihm diese Taten nicht zugetraut haben. Jeremy Meeks trendete mit einem Mugshot, also einem Gefängnisfoto, und wurde nach seiner Haft zum Superstar, der Modelverträge ergatterte, als auch in Filmen mitspielte. Und bis heute findet man ihn am schnellsten unter dem Begriff Hot Prisoner. Cameron Herron nahm an einem illegalen Autorennen teil und tötete dabei eine junge Mutter als auch ihr Baby. Er bekam dafür 24 Jahre Haft, währenddessen fokussierten sich aber viele auf sein Aussehen und empfanden die Strafe als zu hart, weil er ihrer Meinung nach zu süß wäre für den Knast. Es gibt bis jetzt eine Petition im Internet, die Gerechtigkeit fordert, weil er angeblich falsch behandelt wurde und 24 Jahre zu hart wären für so einen süßen Typen. Es gibt sogar eine Webseite, die Mugshots von Insassen beurteilt und nach ihrem Attraktivitätsgrad einordnet, ohne dabei mit einem einzigen Wort zu erwähnen, für was sie eigentlich einsitzen. Die Studien zu Pretty Privilege finde ich persönlich ein wenig widersprüchlich, denn zum einen werden attraktive Menschen für teilweise kompetenter gehalten oder sie erhalten mehr Gehalt oder sie sind beliebter. Jedoch erzählen andere, dass sie aufgrund von ihrem Aussehen teilweise für arrogant oder für dumm gehalten werden. Manche Studien haben herausgefunden, dass weniger attraktive Menschen es etwas leichter hätten, weil sie als positiver bewertet werden von den Schönen. Das hat das Selbstwertgefühl als Hintergrund, und zwar heißt es, dass attraktive Menschen gleichgeschlechtliche Menschen als negativer bewerten, weil sie sie als potenzielle Bedrohung wahrnehmen. Auch in männerdominierten Berufen ist das Schönheitsideal eher ungern gesehen, sodass manche Frauen bewusst unattraktiv wirken möchten, um ernst genommen zu werden. Außerdem findet durch den Fokus auf das Aussehen die Reduzierung auf nur das Aussehen statt. Ich habe immer wieder gehört, ich werde gewählt, weil ich hübsch bin, weil ich irgendwie sympathisch lächle. Wenn es hart auf hart kommt, also wenn es wirklich um Themen geht, die nicht einfach sind, wo ich aber auch klar meinen Standpunkt vertrete, kommen dann so Sprüche wie, ach Mädchen, jetzt willst du uns aber zeigen. Ne? Durch solche Äußerungen ist es natürlich so, dass wir dann nicht mehr über die politischen Inhalte sprechen, sondern ganz klar auch in der öffentlichen Debatte das Aussehen eben genau dieser Kommentar eine Rolle spielen und man vielleicht auch ein bisschen ablenkt von dem eigentlichen Thema. Des Weiteren wird oft attraktiven Menschen zugeschrieben, dass sie angeblich keine Probleme hätten. Auch wenn sie unter Depressionen leiden, wird das nicht ernst genommen, sondern wird sich teilweise darüber lustig gemacht, was für Probleme sie hätten mit diesem Aussehen, wie beispielsweise bei Bella Hadid, die auf Instagram öffentlich Bilder teilte, wie sie weinte und über ihre Depressionen sprach und teilweise viele Menschen es nicht ernst genommen haben. Oder auch der Fall Britney Spears, die öffentlich einen Mental Breakdown durchmachte und ihre Haare rasierte und auch auf Autos oder Gegenstände einschlug und das von vielen Leuten belächelt wurde und immer noch als Meme gilt. Doch wenn attraktive Menschen erfolgreicher sind, dann ist die Lösung theoretisch relativ nah. Die Menschen müssen sich dem Schönheitsstandard anpassen, was aktuell ist. Ist es so einfach, wie beispielsweise bei Kylie Jenner? Natürlich ist das keine Lösung. Man kann theoretisch das Beste aus sich rausholen, ohne kosmetische Eingriffe. Aber wir haben ja schon gehört, es gibt verschiedene Dinge, die Schönheit beeinflussen können, wie beispielsweise Symmetrie oder bestimmte Körperproportionen. Das heißt, nicht jeder kann einem klassischen Schönheitsstandard entsprechen, egal wie viel Mühe man da reinsteckt. Und nicht jeder hat natürlich auch das Geld, um sich überhaupt operieren zu lassen. Auch ist das die falsche Message, die man damit sendet, denn das tötet praktisch Individualität. Und das widerspricht auch vollkommen dem, wovor viele warnen wollen. Denn
Instagram und Co. führt zu einer verzerrten Wahrnehmung und treibt viele Leute in eine Perfektion und ein Aussehen, was so gar nicht existiert. Und selbst wenn man sich entscheidet, sich unter das Messer zu legen für einen Schönheitstrend, der gerade aktuell ist, kann es dennoch gefährlich sein, weil sich Schönheitstrends alle paar Jahre ändern. In den frühen 2000ern war es attraktiv, sehr schmal zu sein. Das änderte sich mit Kylie Jenner, Kim Kardashian etc. und der große Hintern etablierte sich, weshalb sich auch viele Mädels als auch Jungs haben unter das Messer legen lassen, um sich einen unnatürlich großen Hintern zu operieren, der nicht zu ihrem Körperbau passt, aber eben attraktiv für die aktuelle Zeit war. Mit der Zeit kam das schlanke Ideal wieder zurück, sodass sich Kim Kardashian und auch die anderen Familienmitglieder den riesen Hintern haben entfernen lassen und mittlerweile sehr, sehr schmal sind. Zwar immer noch mit Kurven, aber im Vergleich zu früher wesentlich weniger. Selbst wenn man also sagt, um dem Schönheitsstandard zu entsprechen, muss man diesem einfach nur folgen und sein Aussehen ändern, kann das nach hinten losgehen, weil sich der Schönheitsstandard über die Jahre verändert. Vor allem ist es interessant auch zu wissen, dass das, was auf Instagram gerade attraktiv ist, nicht der Wirklichkeit entspricht. Nur weil jemand extrem gemacht ist und das gerade populär ist auf Social Media, heißt das nicht, dass es auch populär ist in der echten Welt. Und wie bereits erwähnt, wenn jeder gleich aussieht, tötet es Individualität. Forscher sagen, dass nicht nur das Aussehen relevant ist, sondern auch natürlich der Charakter. Ihr kennt ja die übliche Frage, Aussehen oder Charakter. Und das Problem ist, dass diese Komponenten eben nicht leicht voneinander zu trennen sind, vor allem, weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Menschen, die attraktiv sind, aber eine sehr langweilige Persönlichkeit haben, werden unattraktiver. Menschen, die nicht klassisch schön sind, aber einen unfassbaren Charakter haben, besonders lustig sind etc., werden attraktiver. Das heißt, Aussehen und Charakter beeinflussen sich gegenseitig und schaffen so ein neues Bild von einer Person. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die Einfluss auf die Schönheit nehmen und somit auch auf den Erfolg. Natürlich gibt es Menschen in der Gesellschaft, die vermutlich nicht so populär wären, wenn sie nicht einem Schönheitsideal entsprechen würden. Als Beispiel habe ich die Elevator Boys. Ist meine persönliche Meinung, nicht böse sein. Falls ihr sie nicht kennt, es sind die Jungs, die mit Aufzugvideos berühmt geworden sind und unter anderem auch schrägen Schauspielperspektiven. Aber sie sind erfolgreich und haben sich teilweise ins Fernsehen katapultiert und streben jetzt eine Karriere als Musiker an. Klassischer Popsong, der von jedem sein könnte. Aber tatsächlich durften sie diesen im Wembley-Stadion performen. Also mehr oder weniger. Die hatten jetzt irgendwie keine Mikros, die haben nur so Lip-Sync gemacht. Ein Erfolg, den sie ohne ihr Aussehen vermutlich nicht gehabt hätten. Milli Vanilli, eine Band in den 90ern, feierte ihren Erfolg dadurch, dass sie keinen ihrer Songs selbst geschrieben oder gesungen haben. Aber vermutlich waren sie einfach attraktiver als der eigentliche Komponent und Sänger der Songs, weil es eben bestimmte Schönheitsideale auf Instagram und Co. gibt, wo ein immer mehr Menschen aussehen wie die erfolgreichsten Menschen auf Instagram. So beispielsweise die Freundin von Mike Singer, die berichtete, dass sie seit sie 15 ist, ihre Bilder so extrem bearbeitet, dass sie praktisch eine Sophie 2.0 erschaffen hat. Ich habe zum Beispiel Pausbäckchen und dann habe ich Frauen gesehen, die also so einen perfekten Wangenbau oder Kieferbau haben oder die perfekte Lippen haben. Ich dachte mir immer, warum habe ich das nicht? Und habe halt dadurch diese Sophie 2.0 erschaffen. Und das Ganze zog sie jahrelang durch und erhielt dafür auch Zuspruch, denn die Menschen fanden sie attraktiv. Sie fanden eine Person attraktiv, die es so in Wirklichkeit nicht gab. Und diese fiktive, gefotoshoppte Person erhielt immer mehr an Reichweite. Dann auf Social Media so viel Kommentare bekommen, so, oh, du bist so hübsch. Was ist also dran am Pretty Privilege? Und wie echt ist die Schönheit hinter dem Erfolg oder ist vieles davon einfach nur Fiktion? Und inwiefern bereut Kylie Jenner wirklich ihren Eingriff? Auch gibt sie bis heute nicht zu, welche OPs sie hat alle machen lassen. Es gibt diverse Videos, beispielsweise von Schönheitschirurgen, die das Aussehen von ihr beurteilen und sagen, okay, das und das und das ist gemacht. Aber sie selbst hat bisher nur zwei Sachen zugegeben, obwohl alles relativ offensichtlich war. Zwar möchte Kylie Jenner, dass ihre Tochter nicht dasselbe durchmacht wie sie und sich nicht so verändert wie sie, postet ihr Kind aber gleichzeitig mit Filtern und das ist schon öfter vorgekommen, dass sie oder andere Familienmitglieder ihre Kinder gefotoshoppt haben, einfach damit sie besser auf dem Bild aussehen. Und inwiefern kann Kylie Jenner ihre Operation wirklich bereuen, wenn sie maßgeblich waren für ihren Erfolg? Wäre ihr Erfolg zustande gekommen, wenn sie so ausgesehen hätte wie früher? Und geht das für andere normschöne Menschen? Wären sie so erfolgreich, wenn sie nicht so
so aussehen würden. Es gibt Studien, die dafür sprechen, es gibt auch Studien, die dagegen sprechen. In manchen Aspekten haben wir schöne Menschen vermeintlich einfacher, in anderen Aspekten wiederum schwerer. Abgesehen davon, dass jeder Schönheit für sich persönlich anders definiert, ist es auch schwierig, den Erfolg von Menschen nur auf ihr Aussehen zu reduzieren, wenn es beispielsweise gar nicht ums Aussehen geht und sie nichts dafür können. Denn wer die Menschen erfolgreich macht, sind ja andere. Andere Menschen, die sie schön finden und sie deswegen an die Spitze packen. Das Ganze wird aber zum Problem, wenn inkompetente Menschen von einem Schönheitsideal profitieren und dadurch mehr Erfolg erhalten, als jemand, der eine wirkliche Expertise besitzt, aber dafür vielleicht weniger gut aussieht. Doch in einer oberflächlichen Welt kommen teils oberflächliche Faktoren zum Einsatz und teils auch unbewusst, weil jemand mit einem Lächeln eben sympathischer wirkt als ohne. Wer am Ende davon oft profitiert, sind eben die Schönheitschirurgen, die sagen, schöne Menschen sind oft erfolgreicher und deswegen lässt man sich vielleicht auch eher darauf ein. Aber wie gesagt, am Ende definiert jeder für sich selbst, was er als schön empfindet. Das heißt nicht, dass es richtig ist, dass attraktive oder sympathische Menschen einen Vorteil erhalten, heißt aber auch, dass es an uns liegt, wie viel Wert wir der Schönheit eines Menschen beimessen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und gebt mir gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Video mit eurem Girl Sascha. Ciao, meine schöne Zuschauerschaft.